Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder guten Tag. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr dieses neue Event-Video von mir seht. Ja, es hat diese Woche wieder eine neue Event gestartet. Das heißt, wir haben erneut Casino-Arbeiten bekommen. Allerdings müsste es diese etwas anders dieses Mal freischalten. Grundsätzlich muss ich mal dazu sagen, ihr müsst unter Statistik Auszeichnungen Diamond Casino Resource, ja, diese Auszeichnung freigeschalten haben, dass ihr das diese Woche spielen könnt. Habt diese Auszeichnung nicht, habt auch diese Casino-Arbeiten-Missionen von der Miss Baker nicht. Das beinhaltet übrigens den High Roller, diese 54 Sammelkarten. Ja, das heißt, wenn ihr unter Interaktionsmenü geht, da haben wir ja eine eben da. Und unten Sammelobjekte, ja, haben wir diese 54 Spielkarten gesucht. Da habe ich auch einen fünfstündigen Livestream gemacht, wo ich diese 54 Spielkarten vor 1,5 Wochen gesucht habe. Ja, also um Ansicht dieses Livestreams. Es kann nämlich leicht möglich sein, wenn ihr unter das Menü geht und Statistik, ja, und unter Auszeichnung und unter The Diamond Casino and Resort, wenn ihr diese Auszeichnung nämlich nicht habt, könnt ihr auch diese Woche diese Casino-Arbeiten nicht machen. Was heißt das jetzt, diese Casino-Arbeiten? Ihr wisst ja, dass ich bereits auch in den Videos gesagt haben, wir haben mit diesem Update ein sogenanntes Diamond-Programm erhalten. Und ihr seht da, nebenan ist noch ein Platzl frei. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann einmal wieder so ähnliche Kartensuchen bekommen, wo wir das Marsch-Kostüm freischalten können. Und das beinhaltet dann 100 Karten. Ja. Aber es ist noch nicht so weit. Wie gesagt, momentan ist noch das High Roller. Ja. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob das bei euch automatisch freigeschaltet wird oder ob es ist, die mit den 54 Spielkarten freischalten müsst. Falls ihr dieses Auszeichnung nicht habt, ja, müsst ihr diese 54 Spielkarten suchen. Ja, bedauerlicherweise, da kriegt es in männlich einen Anzug und weiblich eben ein Kleidchen. Danach könnt ihr eben dann eben diese Casino-Arbeiten oder Casino-Missionen von Miss Baker annehmen. Ich habe bereits Silberweb-Boss schon gemacht. Ich kann auch am Ende dieses Videos einmal präsentieren, welche Missionen das sind. Das sind die normalen, stinknormalen Casino-Missionen. Und ihr bekommt an und für sich dieses Woche doppelt RP und doppeltes Geld. Ja, an und für sich. Bei Brose bekam ich 10.000 GTA-Dollar. Ja, 10.000 GTA-Dollar. Ja, und eben 100 RP. Normalerweise müssten wir jetzt nicht 10 verdienen, 10.000, sondern 20.000. Wie genauso wie ich zum Beispiel hier bei Silberstab 20 eben 30 oder 40.000. Also, wie gesagt, es ist gutes Geld. Insgesamt gibt es, wie gesagt, jeweils Casino Arbeitsmissionen. Insgesamt sind es 50, aufgeteilt eben auf 5 bronzene, 10 Silber und auf
20 Gold oder 15 Gold. Ja. Und da kann man auch diverse andere Sachen und eben freischalten. Ich werde diese Missionen heute nicht spielen. Ich werde das eventuell am Samstag in einem Livestream machen. Ja. Aber ich werde an dieser Stelle, am Ende dieses Videos, einmal einen Zusammenschnitt der bisherigen Missionen dann tätigen. Gut, also wie gesagt, wenn ihr diese Auszeichnung nicht habt, ja, diese High Roller unter Statistik, alle Auszeichnungen, Diamond Casino and Resort, dann müsst ihr leider bedauerlicherweise euch Zeit nehmen und die 54 Spielkarten euch leider suchen. Ja. Ja, es gibt eh diverse Videos, wenn ihr meinen Livestream anschauen wollt, 5 Stunden habe ich das eh gemacht. Ja. Wo in etwa das in etwa liegt. Ja. Es gibt auch eine Karte. Ja, habe im Livestream auch diese Seite verlinkt, wo ihr euch das auch anschauen könnt, wo es in etwa hin müsst. Ja. Könnt ihr ausdrucken, wenn ihr wollt. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr diese Auszeichnungen nicht habt, dann könnt ihr auch diese Casino-Arbeitsmissionen nämlich nicht starten. Ihr müsst die Miss Baker anrufen. Nein, die meldet sich dieses Mal nicht mehr, wenn ihr die Hauptmissionen nämlich durchgespielt habt. Die Hauptmissionen, sprich, nämlich diese Missionen, diese hier, Casino, ungleiche Chancen, Auszahlung groß reinmachen, wo es Chang auf Sieg spielen, skrupellose Verhandlungen. Wenn ihr diese durchgespielt habt, wo sie sich ja gemeldet hat, ja, bei euch, da hat sie sich vielleicht gemeldet, ja, oder muss jetzt nur hingehen auf das AB im Casino, AB, also wie Angela Baker, ja, und dort neben die Mission dann eben starten. Ja, also wie gesagt, das werden wir jetzt einmal schauen. Es gibt natürlich auch wieder ein neues Auto zu gewinnen. Diese Woche. Ein neues Auto. Naja. Naja. Naja, sage ich. Naja. Es gibt also wieder ein neues Auto. Zu gewinnen. Und zwar die Verbesserung von und nochmal ne. Das ist schlicht und einfach nur die Verbesserung von Beccasi Sentona. Ja. Aber wie gesagt, ja, gibt es diese Woche zu kaufen. Also zu gewinnen, nicht zu kaufen, sondern zu gewinnen. Ja, also wie gesagt,
nur mal demonstrativ wegen der Miss Baker. Ah, komisch, dass das momentan besetzt ist, aber ja. Die Miss Baker ist besetzt, okay. Ich will euch das nur mal demonstrativ einmal zeigen, wie das geht. Mal Casino verlassen. Gut. Wie gesagt, ihr müsst die Miss Baker anrufen. Okay, vielleicht geht das nicht im Casino. Hey, how can I help? Ihr müsst euch natürlich vorher anmelden und habt dann oben als VIP und CEO und MC-Präsident müsst euch da wieder anmelden. Nach Job fragen. Ja. Da das oben, das nach Job fragen. Okay. Und da müsst ihr euch, wie gesagt, zuerst als MC anmelden oder als CEO. Ja. Um da Zugang zu diesen Missionen zu erhalten. Gut. Was gibt's diese Woche noch? Doppelte Gehälter für Leibwächter. Für Leibwächter und Mitarbeiter. Ja, was brauchen wir eigentlich eh nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, doppelte Belohnung eben für Casinoarbeiten, haben wir eh schon gesagt. Mitarbeiter, ja. Der Pegasi Infernus Classic. Ja. Ja, ist also zu gewinnen, ja, der Pegasi, ja, die verbesserte Ausführung, mal schauen, ob ich schon kann, wie gesagt, gibt es aber bereits, genauso zu kaufen. Der Pegasi normal gibt es normal, aber das ist natürlich. Das ist also Pegasi zum Beispiel. Eben die verbesserte Ausführung. Da gibt es schon mehrere Pegasi, eben diese eben. Ja. Aber ja. Wie gesagt. Es ist halt leider so, dass Pegasi da nicht Toreo von Gunrunning ist halt das, sag ich einmal, die verbesserte Ausführung der Torero eben, ist das halt die verbesserte Ausführung halt, ne? Ja, wie gesagt. Er würde in dem Sinn nur 1 Million oder was kosten. Gut. Eben 1 Million, also 998.000 oder so. Das war die normale Standard aus. Führung und das ist halt jetzt so die Classic Ausführung. Oder da haben wir sogar auch Pegasi Infernus. Oder da haben wir nicht. War ein Gun Running Stunt. Ja, um 915.000 Leute. Da haben wir nicht. Infernus Classic. Also, um 915.000 könnt ihr es also auch kaufen, falls ihr es nicht erdrehen solltet. Also, warum ich heute so bescheuert rede, es ist so, ich werde in letzter Zeit von Rockstar Build kontrolliert.
Ich bin ein bisschen überrascht, liebes Rockstar-Team. Ihr lässt uns ein Auto tatsächlich gewinnen, was schon längst habt. Dieses Auto gibt schon längst. Am 915 dann. Dieses Auto ist nicht neu. Ist kein neues Auto. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ihr schaut so der legendäre Motorsport. Ja. Und dieses Auto war bereits ein Update-Auto. Dieses Auto gibt schon. Ja. Ein Teil von Cunning Stunts. Spezial Vehicle Circuit. Ja. Pegasi Infernos Classic. Ja. Dieses Auto gibt es bereits. Um 915.000. Naja. Und uns gaukeln sie vor, das ist ein neues Auto. Das es schon seit über 3 Jahren oder 4 Jahren gibt hier in GTA. Schaut euch das an. 915. Also diejenigen, die es nicht erdrehen. 1 Million. Ja. Rockstar, ihr lässt wirklich nach. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es lässt nach. Ah, kann ich noch nicht, aber ist eh wurscht. Wie gesagt, 915.000 würde es kosten. Gut, was gibt sonst? Breaking News. Direkt neue Fahrzeuge haben wir daher nicht bekommen. Wie gesagt, wenn ihr Pech habt, am Glücksrad 915.000 gibt es dieses wunderschöne Auto bereits hier unter legendäre Motorsport zu erwerben. Ja, da. Pegasi Infernos Classic. Dieses Auto gibt es bereits. Sie haben uns ein Auto vorgegaukelt, was wir schon längst haben. Tja, schade Rockstar, wieder um diese vertane Chance. Gut, was gibt's uns noch Breaking News hier? Breaking News. Eigentlich nicht viel. Eigentlich nicht viel. Ja, den Bravo Chatlet Classic. Ja. Ja. 615.000 geht. Geht. Ist ein angebrachter Preis. Nur wie gesagt, auch der Joker ist nicht dumm. Dieses Auto hatten wir schon mal. Auch ein Stückchen weiter unten. Ja. Wahrscheinlich. Ja, jetzt kommen halt die verbesserten Ausführungen halt. Wie gesagt. Wie. Denn der Gläser Timbar. Vergleichsweise zum Beispiel. Ich verstehe jetzt Rockstar nicht ganz. Ja, sie bringen jetzt die Varianten der Verbesserung. Da haben wir eh Bravado Gauntlet und 32.000. Ich meine, das meine ich. Das ist der Bravado Gauntlet. Um 32. Ja, also ja, es ist jetzt die verbesserte Ausführung natürlich. Aber bevor ich meinen Obern kaufe, kaufe ich mir den. Ja. Da haben wir auch den Vene Easy, was ja auch schon als verbesserte Ausführung gibt. Ja.
Es ist zwar gut und recht und schön, dass sie uns jetzt hier eine verbesserte Variante hier geben, aber ja, wie gesagt. Gut, was gibt's sonst noch? Breaking News? Clubhäuser haben es vielleicht da oder haben es nicht? Nee. Bunker? Nee. Hangars? Ebenfalls nicht. Pausen. Und die Nachtclubs. Gibt es auch keine Aktion. Wo es Aktionen gibt, sind dieses Mal Garagen. Das sind diverse Garagen. Ja. Wenn man hier so, das sind diese. Das sind Garagen, die sind jetzt in Aktion, oder diejenigen, die Garagen benötigen. Ja, wäre es günstig, ja, diese Woche zuzuschlagen. Wie gesagt, Garagen sind diese Woche alle in Sonderangebot. Garagen, sowohl 2er Garagen, 6er Garagen und 10er Garagen. Also sollte man also zuschlagen. Büro? Nein, diese Woche nicht. In Arena War ist es so, dass der Mechaniker diese Woche in Aktion ist. Das ist der Arena Mechaniker. Ja. Ja, die Arena Mechaniker sind diese Woche, ich habe beide schon, aber die sind diese Woche auch um 35% ermäßigt. Ja, also die Mechaniker Arena War sind ermäßigt. Warstock haben wir diese Woche eigentlich die Commander-Zentrale wieder. Ja. Mobile IUPS bereits schon gekauft, bei euch ist, wie gesagt, ein Aktionspreis. Dann der Avenger ist umfasst gute 1,5 Millionen billiger. Ja, schon 3 Millionen. Kostet er jetzt nur 1.725.000. Diejenigen, die noch keinen Avenger haben, sollten zuschlagen. Da könnt ihr euch dann wieder diverse Farben aussuchen. Orange, Violett, Gelb, Schwarz, Weiß, Grün, Hellblau, Rot. Nur achtet halt auf den Preis da. Das ist leider nicht in Aktion. Das müsst ihr dann auch dazu zahlen. Ja. Also wird es dann eh auf die 3 Millionen dann eher kommen. Das ist gratis. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch dann selber auch machen. Nicht? Der Geschützturm. Ja. Wird auch 200.000 kosten. Ja. Dann gibt es noch den Flugwerkstatt. Ja. Zum Beispiel 755.000, jetzt 377, und eben die Waffenwerkstatt würde dann auch noch separat
Kosten ist auch in Aktion. In Aktion. Wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe die mobile Zentrale schon, ist auch in Aktion, ja, ist auch eben verbilligt. Gut, haben wir sonst noch was an Fahrzeugen? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ausschaut, aber wie gesagt, es ist diese Woche so, das Stromberg ist fast um auch gute 1,5 Millionen billiger, statt 2.395.000 nun 718.500, also das James Bond Auto, also in Aktion, das Spion, der es mich liebte. Gut. Sonst noch irgendwas, ja, der MDV, da müsst ihr wieder sicher was erfüllen. Ja, mobile Operation Offshore-Vermögen, ja, müsst ihr da wieder erfüllen, um das da, um diesen Preis zu erhalten. Bei der Tune FA, Detto ebenfalls wieder, müsst wieder sicher irgendwas erfüllen. Genauso wie das bewaffnete Tampa. Ja. Ja, müsst auch wieder was erfüllen. Ansonsten ist da eigentlich nichts mehr. Nichts mehr. Diese Woche ist es auch so, dass es auf Yachten auch Aktionen sein kann. Diejenigen, die sich bei Twitch Prime angemeldet haben, kann es sein, ja, die den Twitch Prime angemeldet haben, kann es sein, dass hier 85% auf Yachten bekommt. Ja, 85%. Ja, auf Yachten. Ja, ich habe meine Yacht schon. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich kann es nur umbauen. Umbau auf 25 Tonnen. Galaxy Super Yacht. Ja. Ja, mir würde der Umbau 25.000 kosten auf die Galaxy Super Yacht. Ja. Wie gesagt, auf Yachten, die sich bei Twitch Prime angemeldet haben, gibt es auch, wie gesagt, 85%. Es kann aber auch leicht möglich sein, meine Damen und Herren, dass das bei Vastok beim James Bond Auto auch nur für die Leute gilt, die was sich beim Twitch Prime angemeldet haben. Also wie gesagt, alle, die sich zwar nicht angemeldet haben, werden wahrscheinlich den Preis haben, die sich angemeldet haben, den Preis. Aber das kann ich jetzt nicht so aus der Ferne, aus der Sache dann sagen. Gut. Summa summarum muss ich dazu sagen, ja, eher eine mäßige Eventwoche, eher eine mäßige. Das einzige Positive ist, dass man, wie gesagt, Mitarbeiter und Leibwächter haben. Ich will nicht so einen großen, schlechten Eventwoche, weil ja, es ist natürlich relativ. Ja, es ist eher eine mittelmäßige. Ja,
Und wie gesagt, jetzt zeige ich ganz kurz, wie das mit der Miss Baker geht. Casino, also könnt ihr es den anrufen, müsst rausgehen. Ihr müsst hier schlicht und einfach. Warte, jetzt ziehe ich mich noch kurz um. Anrufen. Und eine Mission starten. Aber zunächst müsst ihr euch einmal anmelden, was im Modus einmal deaktivieren, dass ihr euch anmelden könnt. Und eben dann als Security euch anmelden. Ich muss aber 18 Sekunden warten. Da geht's eh. Das müsst ihr leider, warum auch immer. Es hat leider Gottes ein bisschen blöd jetzt Rockstar gemacht. Ja, ein bisschen blöd haben sie das gemacht. Da man sich da stur als CEO anmelden muss. Oder als MC. Ja, willst du dich anmelden? Du bist jetzt CEO. Und dann kannst du erst die Miss Baker anrufen. Da ruft es ganz einfach an. Und nach Jobfragen. Let me cut straight to it. Do you know how many Sicherheitsdienst are trying to storm my casino right now? Too fucking many. I can't risk going public with this. I need this whole crew out of my hair with as little PR fallout as possible. Now hurry up. Begib dich ins Casino. Die Frage. Oh yeah. Okay. Ja, so ähnlich halt funktioniert das Ganze. Okay, da müssen wir da irgendwie wohin. Wie gesagt, das sind die Casino-Sachen. Ja, gut.
Hat man auch mit den Deluxe nicht. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Oh. I'll get back to work. Okay. Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get back to it. Immer. Gibt es nicht. Tschüss. What? So in etwa müsste das Ganze dann machen. Na, ist eh ganz klar, jetzt haben wir natürlich Sternen auch noch. Aber wie gesagt, da ist am gescheitesten, ist, ob das MK2 oder. This is going to be one hell of a cleanup, but without you, it would have been a whole lot worse. Thank you. Ob sie Deluxe oder MK2. Geht wesentlich schneller. Ja. Und so ähnlich sind halt dann die Missionen.
flüchten von der Polizei. Aber weitere Missionen gibt es dann in einem Livestream, gesagt am Samstag. Aber nur mal so, dass ihr mal wisst, wie es das Ganze starten müsst. Ja. Gesagt, ich habe jetzt an und für sich eben das Geld bekommen. 20.000. Also 18.000 eigentlich nur. Okay. 18.000. Warum auch immer. Okay, Rockstar-Logik. Egal. Wie gesagt. Unter Statistik, Auszeichnung, Diamond kannst du dann immer noch schauen, da seht ihr den Balken schon, hat sich schon was bewegt, ja. Ja. Gut, aber da werden wir dann am Samstag weiter spielen. Ja, das ist leider Gottes die Eventwochen. Wie gesagt, Anruf Angela Baker, jetzt hole ich mir einen Deluxe, wenn ich mir da wieder was mache. Ja. Und wie gesagt, den müsst ihr anrufen. Den möchte ich leider nicht alleine. Und ja, ich habe gutes Geld dort zu haben. Spielt es mit Kumpels oder alleine? Ja. Aber so in etwa solche Missionen sind das. Gut. Und dann haben wir jetzt den Deluxe. Gut, Freunde, da werde ich an dieser Stelle das Video beenden und wie gesagt, wir sehen uns in einem Livestream dann am Wochenende wieder, wo wir dann die Missionen dann spielen. Gut, weil das Video ist eh schon lang genug wieder. Gut, also dann, schau dir laut, tschüssi.